meine Lieben, heute zeige ich euch, wie man kostengünstig einen Zylinderkopf überholen kann. Ich mache das an einem N50B25 Kopf, aber die Abläufe sind bei fast allen Zylinderköpfen ähnlich. Viel Spaß! Noch ein kleiner Nachtrag, das ist mir beim Schneiden aufgefallen. Ich hätte vergessen zu sagen, dass wenn noch die Nockenwellen verbaut sind, man den Zylinderkopf nicht einfach so auf den Tisch stellen darf, sondern nur am Rand links und rechts aufliegen darf. Sonst könnten sich die Ventile verbiegen. Später, wenn die Nockenwellen raus sind, ist das dann kein Problem mehr. Jetzt geht's weiter. Legen wir auch gleich los. Als ersten Schritt nehme ich erstmal die Nockenwellen raus. Und da geht's auch schon los. Normalerweise bräuchte man jetzt schon ein Spezialwerkzeug. Das hier, wo die Zündkerzen eingeschraubt werden, befestigt wird. Und das drückt dann gleichmäßig auf die Lagerdeckel, damit sich die Nockenwelle nicht verzieht oder zu stark verspannt. So ein Spezialwerkzeug haben die wenigsten. Also geht man wie folgt vor. Man löst die Muttern immer ein Stück nach und nach und achtet darauf, dass die Nockenwelle einigermaßen gerade bleibt. Es dauert zwar eine Weile, aber funktioniert einwandfrei. Die Muttern haben eine 11er Schlüsselweite. Normalerweise müsste man jetzt alles beschriften, wo was war. Aber bei dem Motor hat das BMW schon gemacht. Das sieht man hier, da steht auf der Nockenwelle ein E für Einlass. Und hier auf der ein A für Auslass. Die Lagerdeckel sind auch nummeriert. Immer angefangen vom ersten Zylinder ausgehend und von der Abgasseite lesbar. E1, E2, E3 und so weiter für die Einlassseite. Die Auslassseite mit A1, A2, A3 und so weiter. Die Lagerdeckel kann man jetzt alle abnehmen und die Nockenwelle rausnehmen. Wenn ihr die Nockenwellen runternehmt, müsst ihr aufpassen, dass die Lagerleiste für die Hydroschlüssel drauf bleibt. Sonst könnte es passieren, dass die Hydroschlüssel durcheinander kommen. Wenn ihr die später wiederverwenden wollt, ist das dann schlecht. Bei mir ist es egal, da ich die sowieso neu mache. Aber für diejenigen, die sie wiederverwenden wollen, sollten sie jetzt nummerieren. Die macht man oben mit einem Lappen sauber und schreibt mit einem Edding zum Beispiel E1, E2 und so weiter drauf. Da kann nichts mehr schief gehen. Nun kann man die Lagerleiste mit den Hydroschlüsseln rausnehmen. Das gleiche mache ich auch auf der Auslassseite. So, jetzt ist es hier auch raus. Die Lagerleisten kann man auch nicht vertauschen. Die sind auch gekennzeichnet. E für Einlassseite. Und A für Auslassseite. Man sollte auch sämtliche Laufflächen von den Hydroschlüsseln, Nockenwellen und Nockenwellenlagern mit Lagerdeckel überprüfen, ob die Riefen oder eine zu starke Abnutzung haben. Bei mir sehen die alle top aus. Da kann ich euch jetzt nicht zeigen, wie eine verschlissene Lagerfläche aussieht. Ehrlich gesagt bin ich auch froh drüber, dass hier alles okay ist. Als nächsten Schritt mache ich alle 24 Ventile raus. Da habe ich schon mal meine Brücke für das Ventilwerkzeug angeschraubt. Das kommt hier oben gegen die Führungsstange. Und mit dem Druckkorb drückt man mittig den Federteller runter. Jetzt muss man die beiden Ventilkegel rausnehmen. Das geht mit einem magnetischen Schlitzschraubendreher am besten.
Nun kann man die Ventilfeder wieder entspannen. Den Federteller und die Ventilfeder rausnehmen. Zylinderkopf zur Seite drehen. Und das Ventil rausziehen. Das gleiche macht man nun mit allen Ventilen. Das dauert eine ganze Weile. Wenn ich damit fertig bin, melde ich mich gleich wieder. Noch was vergessen. Die Ventile nicht vertauschen. Da, wo ihr die rausgenommen habt, müssen die nachher auch wieder rein. Markiert ihr euch oder stellt ihr euch in der richtigen Reihenfolge hin. So, alle Ventile sind jetzt raus. Nun sollte man die Ventile überprüfen. Die dürfen nicht verbrannt sein. Das kann man leicht erkennen. Da fehlt denn hier irgendwo an der Kante so ein Stück Material. Auf der Dichtfläche sollte auch kein Pitting vorhanden sein. Das sind so kleine Einschlüsse im Material. Dann sollte es natürlich auch gerade sein. Das kann man testen, indem man das Ventil über eine glatte Fläche rollt. Und wenn es dann eiert, kann man gleich ein neues bestellen. Jetzt prüfe ich alle Ventile durch. Nun kann ich euch zeigen, wie man ein krummes Ventil erkennt. Denn bei mir sind zwei Auslassventile krumm. Ich zeige euch das mal. Seht ihr, wie das eiert? So ein Ventil muss immer erneuert werden. Ich besorge zwei neue Ventile. Als nächstes nehme ich alle alten Ventilschaftdichtungen raus. Die müssen immer erneuert werden. Das geht am besten mit so einem Werkzeug hier. Das setzt man so weit wie möglich unten an. Und jetzt wie ein Mann zusammendrücken und mit leichten seitlichen Bewegungen nach oben rausziehen. Die Gummilippe von der Ventilschaftdichtung ist hier schon steinhart. Das bedeutet, dass die nicht mehr richtig am Ventil abdichtet und dadurch Öl hier an der Seite in den Brennraum gelangt und verbrennt. Das ist meistens die Ursache, warum es hinten aus dem Auspuff blau rausqualmt und man einen höheren Ölverbrauch hat. So, nun hole ich alle Ventilschaftdichtungen und die unteren Federteller raus. Danach fahre ich zur Tankstelle und kehre den Zylinderkopf ab. Dabei werde ich die Kamera nicht mitlaufen lassen. Denn jeder weiß, wer sowas schon mal gemacht hat, was das für eine Riesensauerei ist und danach aussieht wie ein Ferkel. Wenn ich wieder da bin, mache ich erstmal die Ventile sauber. Bis gleich. Der Zylinderkopf ist ganz gut sauber geworden. Den zeige ich euch nachher. Jetzt mache ich erstmal die Ventile sauber. Da müssen die ganzen Ablagerungen hier runter. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Manche schleifen die mit Schleifpapier runter, manche nehmen Backofenreiniger oder Backpulver. Also da gibt es unzählige Methoden. Ich mache das immer so, dass ich das Ventil in meine kleine Drehbank einspanne und den gröbsten Dreck mit einem Schraubendreher runter mache. Man sollte nur nicht an den Schaft und hier an der Dichtfläche rumkratzen. Man sollte natürlich den Schaft mit ein bisschen Kreppern schützen. Ruhig ein paar Mal rumwickeln, damit da keine Macken von den Spannbacken reinkommen. Das Ganze kann man natürlich auch mit einer Stand- oder Tischbohrmaschine machen. Thank you.
So, das Gröbste ist jetzt runter und nun kommt das Ventil bei mir in ein Glas mit einer Ätzflüssigkeit. Das Zeug ist echt genial. Ich verlinke es euch unten in die Infobox. Es ätzt den Rest der Ablagerung komplett runter. Ich lasse es immer so zwischen einer halben Stunde bis einer Stunde drin. So lange wollen wir aber nicht warten. Ich habe vor einer Stunde so ein Ventil schon mal reingeschmissen. Und das schauen wir uns mal an. Schaut euch das mal an. Da schwimmen die ganzen Ablagerungen drin rum. Und das Ventil sieht super aus. Alles ab. Wie ich schon sagte, das Zeug ist top. Aber wenn ihr damit arbeitet, müsst ihr höllisch aufpassen. Das ist super ätzend. Am besten eine Schutzbrille tragen. Ich werde jetzt noch das Ventil mit so einem Reinigungsfließ sauber machen und polieren. Und so sieht das jetzt aus. Besser wie ein neues. Das muss man jetzt mit allen 24 Ventilen machen. Wenn ihr keine Drehbank oder eine geeignete Bohrmaschine da habt, kann man auch die Ventile gleich in die Ätzbrühe schmeißen. Das dauert dann aber ein ganzes Stück länger. Ich wollte euch ja noch den Zylinderkopf zeigen. Der ist echt gut sauber geworden. Die ganzen Ölkohleablagerungen sind weg. Und von außen sieht er fast wieder aus wie neu. Für heute machen wir erstmal Schluss, denn ich muss noch die Auslassventile besorgen. Die waren bei BMW nicht lieferbar. Und die neuen Hydrostöße sind auch noch nicht gekommen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen dritten Advent. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal, eure Gina.